Vogel! Wieso? Wieso? Danke fürs Einschalten zur Folge 40. Ein Sondergruß geht an alle Radfahrfreunde unter uns. Bitte passt ganz besonders auf eure zerbrechlichen Hintern auf. Ich habe hierzu keine weiteren Infos, aber das sieht nicht gut aus. Natürlich sollen auch alle anderen auf sich Acht geben, das ist klar. Weil man es so schlecht erkennen kann, weil uns gleich vier Lichter nebeneinander ins Gesicht strahlen, verrate ich euch, dass da jetzt vier Lichter nebeneinander ankommen, sprich, es wird überholt. Junge! Alter! Geht's noch? Oh shit, da ist die Ausfahrt ja fast zu Ende. Na, ich würde sagen, Jens oder nie. Bei solchen Witzen schreit einfach jeder vor Schmerz. Ah, der hätte no. Der drückt sich davor. Und Clip spontan zu Ende, der hat wohl noch weitere geschnitten, die sich auch alle mit Lichthupe bedankt haben. Herrlich, mit Pfeifen unter Kontrolle halten, finde ich gut. Sowas. Ruhe in Frieden, Stuntvogel, hat er den Clip genannt. Ja, das haut hin. Nee, Freunde, ich warte hier auch auf eine Reaktion, aber der Mann bleibt stumm. Ich tue euch den Pixelbrei nur an, um deutlich zu machen, wie lange der LKW bereits mit Überholen beschäftigt ist in der Entfernung. Gerade kommt Marc da an und denkt sich so, Jackpot, barrierefrei weiter, aber Pustekuchen. Warum? Ich bin bei weitem kein LKW-Experte, aber meine Theorie wäre, dass ihm der Abstand zu gering war, mit dem der Kollege reinzog, oder aber just nach dem Überholvorgang wieder langsamer wurde und er es berechtigterweise nicht einsah, deswegen jetzt abzubremsen. Aber ihr seht ja selbst, jetzt verhungert er links. Ach, verdammte Scheiße. Gut, den Falschparker-Zusteller ignorieren wir mal und freuen uns, dass die Post ankommt. Hauptaugenmerk liegt bei diesem Clip auch woanders. Da wirst du endlich mal vorgelassen als Radfahrer, wie du ja auch zurecht solltest. Aber dann kriegst du rot und der Hintermann wird ungeduldig. Naja, war ja nicht so wild. Aber das Zurückhupen fand ich solidarisch. Genau, weil sonst sieht er die Bananenschale gar nicht, die Jaschas Mario Kart hier verloren hat. Aber hätten Sie sich abgelegten Aktienkurse so manipuliert, dass die Investoren keine Zukunftsmarken und einen totalen Verlust hinnehmen mussten. Der Kurs der türkischen Lira ist Unfall verhindert, weil auf Vorfahrt verzichtet. Bereit machen für Runde 2. Ach ja, der gute alte Reißverschluss. Wann soll das deiner Meinung nach sein?
Lancia sah es wohl so aus, als habe der Bus zum Anfahren geblinkt und daher nicht überholt. Aber ganz ehrlich, vor einem Zebrastreifen zu überholen ist ja ohnehin Schwachsinn. Da soll man bremsbereit und verlangsamt fahren. Leute, den Beschleunigungsstreifen immer vollständig ausfahren. Wobei, geht nicht immer. Sie hat vergessen zu blinken, aber ein geradeaus gab es ja in dieser Situation nicht. Ich würde doch als die Person, die Vorfahrt achten muss, dann nicht einfach darauf pokern, dass unsere Kamera genau dahin vergessen hat zu blinken, wo ich ihr nicht in die Quere kommen würde, oder? Sammy wechselt erst die Spur und überholt dann. Der Kollege hier macht es einfach andersrum. Naja. Hier ist nur eine Spur. Was zur Hölle soll das werden?